Eureka Open 1996. Herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde, zur Abendveranstaltung. Wir haben ein Riesen-Match für Sie heute Abend, und zwar Tim Henman gegen Stefan Edberg. Auf der einen Seite haben wir die Legende Stefan Edberg in ihrem letzten Jahr, auf der anderen Seite den jungen Engländer, der bereits in Wimbledon Furore machte und ins viertes Finale vorgestoßen ist. Wir haben ein paar Minuten Verspätung. Entsprechend hat dieses Match auf dem Center Court bereits begonnen. Es steht eins beide so schnell wie möglich ab zu unseren Kommentaren. Ja, da sind wir beim Spiel zwischen Tim Henman und Stefan Edberg. Eins beide also im ersten Satz, das Big Match of the Day, das Spiel des Tages hier. Die große englische Hoffnung, Tim Henman, hat sich ja unglaublich verbessert in den letzten Jahren, mittlerweile auf Position 25 in der Welt gegen die Legende Stefan Edberg, sein letztes Jahr auf der Tour. Eins beide 30-0 aus der Sicht des Briten. Besucht die Hans-Martin-Schleierhalle. Ich schätze, 5.000 bis 6.000 der insgesamt 8.000 Plätze sind besetzt. Henman hatte in seinem ersten Aufschlagspiel keine Probleme, genau wie Edberg. Beide fanden schnell den Rhythmus bei eigenem Aufschlag. Jetzt Henman, der Rechtsanwaltssohn aus Oxford, mit Problemen. Zweiter Doppelfehler. Vorteil Henman. Edberg hier natürlich mit einem donnernden Applaus empfangen. Ihm gehören die Sympathien, keine Frage. Und wenn er so spielt, allemal, mal Einstand. Aus der Defensive dieser Passierball von Edberg, so gerade noch aus dem Handgelenk gespielt. So, Hans Günther hat es auch eingetroffen, aus dem Studio hier hochgeeilt. Erste Breakchance in diesem Match für Edberg. Einstand.
Vorteil hätten. Das Gefühl, da antizipiert er unglaublich gut, wohin der Ball kommt. Eigentlich schade, dass dieser Mann aufhört. Kann man sich gar nicht vorstellen, Heinz, dass wir ja, ohne ihn spielen. Kann man sich wirklich nicht vorstellen. Meiner Ansicht nach noch voll im Saft, aber eben, wenn er nicht mehr will, dann ist das seine Entscheidung. Vorteil Hände. Das Aufschlagspiel dauert jetzt schon 8 Minuten. Chance Nummer 2. Einstand. Ich habe eingangs gesagt, Henman, das große britische Talent, hat er das Zeug, unter die Top 10 zu kommen? Ja, das Potenzial hat er auf jeden Fall, aber es ist ja immer eines, das Potenzial zu haben, die Schläge, das andere, man muss es auch ausnützen können und das ist vor allem mental bedingt und er ist noch jung, da muss er noch zeigen, was er drauf hat. Ein gutes Auge offensichtlich, oder war es ein bisschen Glück? Sieht man selten solch einen Fehler von Edberg am Netz. Wir unterbrechen kurz, sind gleich wieder zurück. Zurück in der Hans-Martin-Schleierhalle mit dem Aufschlag von Stefan Edberg. Der war eben nah dran am Break, aber 10 Minuten hat es gedauert. Dann konnte Tim Henman seinen Aufschlag durchbringen zum 2:1 im ersten Satz. Das macht er ganz geschickt, Tim Henman nimmt diese Kickaufschläge im Aufstieg, lässt Stefan Edberg keine Zeit, sich vorne am Netz aufzubauen. Das gleiche Bild gleich noch einmal. Erster Aufschlag, Tim Henman geht ins Feld hinein. Nimmt diesen Ball immer auf Steg. Ja, damit haben wir die ersten 3 Breakchancen für den Engländer. Schön zu sehen, wie weit Edberg noch hinter der T-Linie positioniert ist. 15-14. Die beiden haben übrigens bereits einmal gegeneinander gespielt bei den US Open im Achtelfinale. Edberg in 4 Sätzen erfolgreich.
Eine Breakchance noch für Henman. Viel Glück für Stefan Edberg. Zweiter Aufschlag, sehr, sehr kurz. Eigentlich eine Einladung. Da hat ihn die Netzkante gerettet. Und wir sehen, da kommt schon ganz schön in Schwitzen. Ziemlich warm hier in der Halle. Da haben sich schon einige Spieler beschwert. Da wurden unten schon Thermostate aufgestellt, um dem Turnierdirektor hier deinem Bruder zu zeigen, mein lieber Mann, es könnte ruhig ein bisschen kühler sein. Und da haben wir das, was wir natürlich bei Stefan Edberg seit Jahr und Tag mitverfolgen. Fußfehler. Fünf Punkte in Folge. Und das bringt natürlich wieder hier die Massen in Gang. Natürlich möchte man Edberg so lange wie möglich erleben bei den Eurocard Open hier in der Hans-Martin-Schleierhalle. Zwei beide. Die Taktik, die wir hier von Stefan Edberg kennen, das bekannte Chip und Charge, nur stimmte die Länge nicht. Hier der Angriffsball gut einen Meter zu kurz, Henman im Feld drin, nicht mehr abzudecken. 30-0. 30-0. Das dritte Ass, damit dreimal Spielball zum 3-2. Applaus vom Gegner für diesen kurz geblockten Return. Ah, doch nicht kurz geblockt, aber ja, im ersten Moment vertan. Da sieht man, wofür die Zeitlupe gut ist. Den Kommentator hier zu overrulen. Zeigt Stefan Edberg viel Übersicht bei diesem Lob. Zwar der erste Return zu hoch, Henman im Angriff, aber der Volley etwas harmlos. Spiel Henman. 3-2 die Führung für Tim Henman. Gespielt im ersten Satz schon 22 Minuten. Stefan Edberg bei 2-3 im ersten Satz, erste Runde der Eurocard Open in der Hans-Martin-Schleierhalle in Stuttgart. Da greift Stefan Edberg von sehr weit hinten an. Entsprechend schwierig ist es, den Crosscourt noch abzudecken.
Zweiter Fußfehler bereits. Aber Edberg muckt da nicht, er weiß, das passiert ihm tatsächlich ein ums andere Mal. Und seine Aufschlagtechnik. 30-15. Interessant, wenn Sie mal hinschauen bei Tim Henman, der kann seinen rechten Arm nicht hundertprozentig durchdrücken. Kann ihn nicht ganz gerade machen. Dennoch schon zu den Top 25 in der Welt. Tim Henman aus einer sehr gut situierten Familie. Mein Kollege von McMillan sagte mir eben noch, ganz erstaunlich, dass der Vater, ein angesehener Rechtsanwalt, ihn nicht hat studieren lassen, sondern es durchgehen hat lassen, dass er Tennisprofi geworden ist. Aber man sieht, mit viel Erfolg. Ja, man kann auch mit Tennisspielen Geld verdienen, wenn man es dann richtig kann. Und das kann er, der Tim Henman. 0-15, Love 15. Wobei das auch nötig sein wird heute Abend gegen Stefan Edberg. Denn natürlich will der Edberg zum Ende seiner Karriere hin noch möglichst viele gute Matches zeigen. Also hochmotiviert ist er auf jeden Fall. Schon jetzt der Hinweis in eigener Sache. Wir werden am 4. November ein Edberg-Special zeigen vor dem Turnier in Stockholm. Ein 1-Stunden-Programm. Hoffentlich wird auch Stockholm ein Edberg-Special, und zwar im anderen Sinne, nämlich dass er sehr gut spielt da, vor heimischem Publikum in Kungliahallen. Das sollte was ganz Spezielles werden. Ab dem 6. werden wir aus Stockholm für Sie live berichten. Am 6. November. Drei Asse, drei Doppelfehler. Und erneut zweimal Breakball für Edberg. Durch die Mitte angegriffen. Wir haben das erste Break. 4-3 für Edberg. Gleich sind wir wieder hier. Mit Break-Führung Stefan Edberg bei 4-3 im ersten Satz. 15-15. Sprachen vorhin über Stockholm. Edberg wird, weil er möchte, dass seine Tochter natürlich in Schweden aufwächst, zurückziehen von London nach Stockholm. 15 beide. 15 auch. Viele glauben, er wird doch noch einige Turniere spielen im nächsten Jahr. Wie siehst du das? Ja, vielleicht spielt er irgendwo nochmal Doppel. Einzel oder Doppel, schön wäre es, einfach ihn nochmal zuschauen zu können. 30-15. Oder vielleicht 15. Bei den Senioren, das in Anführungszeichen. So richtige Senioren sind sie ja noch nicht. Wenn sie 30 sind, muss ich sagen, ich bin schon ein bisschen. Dein Alter wollte ich jetzt nicht erwähnen in dem Zusammenhang.
40-50. Aber die sogenannte Seniors-Tour, das noch nebenbei, da wird schon ganz gutes Tennis noch geboten. Immer so Matches sieht zwischen Noah und Connors, wie zuletzt in Frankreich bei einem Turnier. Alle Achtung. Mit sehr viel Slice, nicht unbedingt seine Stärke. Kick zieht davor, aber dieser Ball hat enorm weggedreht. Und jetzt schauen Sie sich mal an, Edberg beim Return, ich finde, mit die stärkste Beinarbeit, dieses Tippeln, das sieht man ja oft, schauen Sie mal hin. Wobei das Tippel an und für sich wenig bringt, denn er macht es, bevor es losgeht. Das ist so eine eigene Art von ihm, möglichst die Balance zu kriegen, nicht das Gewicht auf einem oder dem anderen Bein zu haben, sich eben schnell und leichtfüßig zu fühlen. Denn natürlich geht er nach dem Tippel in einen sogenannten Split-Step. Also versucht das Gewicht auf beiden Seiten gleich verteilt zu haben. Achten Sie mal drauf, zuerst tippelt er und dann kommt eben dieser Schritt. Die Balance ist ja sehr wichtig bei Tennisspielern. Ich weiß, dass da unter anderem auch von Ronny Leitgeb und Thomas Muster unglaublich viel in der Richtung arbeiten. Zwar immer wieder an der Grundlinie, wie auch im Netz, immer wieder der gleiche Schritt. Hier auch schön zu sehen bei Tim Henman. Um möglichst schnell nach rechts oder links wegdrehen zu können. Zu Null, Tim Henman. Verkürzt auf 4-5, gleich aber Edberg bei eigenem Aufschlag mit der Chance zum Satzgewinn. Tim Henman mit langer Konzentrationsphase. Jetzt muss das Projekt her, sonst ist der erste Satz weg. 5-4 die Führung für Edberg. Da wäre kein Durchkommen mehr gewesen. Klassisch, wie er den Longline zugetan hat nach diesem Volley. Damit haben wir zweimal Satzball, Edberg, nach genau 36 Minuten. Das eine Break hatte ihm gereicht. Wahrscheinlich fast, als sei Tim Henman irgendwie nicht ganz 100% bei der Sache beim Return. Zwei Asse, nicht mal allzu nah an der Linie, kaum reagiert darauf. Und so schnell war dieser erste Aufschlag nun auch wieder nicht, nämlich lediglich 176 Stundenkilometer schnell. Ich weiß nicht, ob er sich dafür spekuliert, aber mit Sicherheit muss das Return-Spiel des Briten besser werden. Vielleicht auch ein bisschen Respekt, auch das hat man schon erlebt in diesem Jahr vor Edberg. Viele Spieler sprechen sehr respektvoll von ihm. Alle wünschen sie ihm einen Titel noch zum Abschluss. Ich meine, er kann in diesem Jahr noch sich die Krone aufsetzen mit dem Davis Cup Sieg. Ah, das wäre echt ein sensationelles Finish zu einer großen Karriere. Und was Tim Henman natürlich nicht passieren darf, ist hier gleich wieder mit einigen dummen Fehlern zu beginnen. Denn irgendwie ist der erste Satz, hat sich so dahin geplätschert. So ein Hauch. Irgendwie die Zähne nicht richtig da reingekriegt in diesen Satz, nicht reinbeißen können.
während man bei Edberg ja immer Einsatz bis zum Letzten sieht, wie zuletzt auch in Wien gesehen. 0:30. Lauf 30. Das Match gegen Muster sicherlich eines der besten, das ich in letzter Zeit in der Halle überhaupt gesehen habe. Ein bisschen Tempo aus dem ersten Aufschlag rausgenommen. Etwas mehr mit Sicherheit und Trall agiert. Zu viele leichte Fehler von Tim Henman. Erneut Breakchancen für Stefan Edberg. Du hast es gesagt, so ganz hundertprozentig wach wirkt er nicht. Doppelfehler zu Unzeit, das frühe Break im zweiten Satz. Es war schon Doppelfehler Nummer 4. Edberg, die Führung für ihn 1-0 im zweiten. Reicht ihm auch im zweiten Satz das Break, das frühe. 6-4, 1-0, die Führung für Stefan Edberg. Ja, normalerweise schauen wir uns ein bisschen Statistik an nach einem Satz. Und das machen wir jetzt auch mal ganz kurz. Und was auffällt, Tim Henman, erste Aufschläge im Feld, gerade mal 44%. Kein Wunder, dass er bereits wieder mit Break hinten liegt im zweiten Satz. Demgegenüber Stefan Edberg, 66% der ersten Aufschläge im Feld. Eine sehr gute Quote. Dabei gewinnt er auch 3 von 4 Punkten, nämlich 75%. Das ist der Grund, weshalb er hier bis anhin beim eigenen Aufschlag kaum in Nöten geraten ist. Da bleibt er mal hinten, ganz selten. Und schon macht Henman den Punkt. Für das Surf and Volley von Edberg ja ganz wichtig, diese hohe Quote der ersten Aufschläge. Ja, das war ein bisschen durchsichtig. Was sollte er aber auch tun? Longline war schwierig, weil er den Volley anheben musste. Kurz Crosscourt, die einfachste Variante, aber das wusste natürlich auch Tim Henman. Entsprechend früh bereits unterwegs. Da hätte er auch noch eine Tasse Tee trinken können, bevor er diesen Ball spielt. Scharfer zweiter Aufschlag. Und immer wieder eine Augenweide, wie sich Stefan Edberg vorne im Netz bewegt. Das kann er ein bisschen besser als dieser Mann hier. Der spielt dafür besser auf Sand. Alex Koretscha. Könnte mir vorstellen, dass wir ihn im nächsten Jahr im Davis Cup Einsatz sehen gegen Deutschland vielleicht. Ja, Alex hat heute 4 Games gewonnen, war zufrieden damit. Zweimal Aufschlag durchgebracht. In jedem Satz hat er gemeint, naja, was will ich mehr in der Halle? Edberg über Einstand. Noch kein Break für Tim Henman in diesem Match. Vielleicht jetzt die Chance. Edberg ganz genau hingeschaut und er setzte sich neben die Linie.
Tja, eigentlich mit ganz guter Marge. Wenn man so nah heranfährt, dann sieht es ein bisschen mehr aus. Guter Service für die Zuschauer dieser eingefrorenen Bälle, wo man dann wirklich ganz genau sagen kann, drauf oder nicht drauf. Darüber freuen sich viele Linienrichter weniger, da bin ich mir sicher. Wenn sie nach Hause kommen, Fehlentscheid, vielleicht Ehefrau, na, da war es wirklich daneben. Obwohl Rudi Berger, der hier dieses Spiel schießt, der gesagt hat in einem Interview, er wäre nicht dafür, dass man auch diese Funktion der Linienrichter wegnimmt durch Maschinen. Ich glaube, das würde die ganze Sache auch zu sehr entmenschlichen, höchstens als Hilfe noch hinzunehmen. Wie siehst du das? Naja, also ich weiß nicht. Unterdessen sind die Linienrichter auch wirklich sehr gut. Die meisten sind ja Profis, aber ich glaube, das Beispiel des Netzsensors zeigt, dass halt eine Maschine eben immer unparteiisch ist, weil man kann mit einer Maschine nicht diskutieren. Entscheidung ist Entscheidung, sie würde bleiben. Also wenn das ein gutes System gäbe, ich wäre nicht dagegen. Ganz geschickt, beinahe ein butterweicher zweiter Aufschlag, 121 Stundenkilometer schnell. Edberg konnte diesen Ball kaum noch beschleunigen, hat ihn wohl nicht so erwartet. Das erste Mal, dass Edberg auch von der Grundlinie in Defensive gerät, Hellmann etwas mehr Druck macht. Doppelfehler Nummer 5. Der Erfolg von Hellmann kommt übrigens nicht von ungefähr. Hat einen berühmten Großvater, was heißt berühmt, war ein guter Tennisspieler. Henry Billington mit Namen, spielte 1948 in Wimbledon immerhin, erreichte dort die dritte Runde. Also Tennis in der Familie Hellmann durchaus großgeschrieben. Vater ist auch ein großer Fan, schaut sich jedes Spiel an. Ich bin sehr beeindruckt, das recherchiert bis 1948 rückwärts. Erster Spielgewinn für Hellmann im zweiten Satz, er verkürzt auf 1:2. Ein Topfeld in diesem Jahr bei den Eurocard Open. Von den Top 35 der Welt sind 33 da. Unter anderem auch Edberg und Hellmann. Edberg führt mit dem Break 2:1 im zweiten Satz. Den ersten hat er mit 6:4 für sich entscheiden können. Edberg, zweifacher Sieger bei den Eurocard Open, 91 und 94. Da war es allerdings noch kein Super 9 Turnier. In diesem Jahr ja ein anderer Status. Man sieht schön, wie Tim Hellmann sich hier versucht aufzupumpen. Natürlich weiß er auch, dass er ein bisschen flach war. Ihm ein paar Zentimeter gefehlt haben, oft zum Return. Nicht jetzt. Es ist aber auch höchste Zeit, dass er hier das Letzte aus seinem Spiel herauskitzelt, denn bereits Satz und Break ist da hinten. Dieses Teil, das Rudi Berger auf dem Schiedsrichterstuhl anzeigt, die Netzberührung, entwickelt von einem deutschen Ingenieur. Der Netzberührung jahrelang umstritten. Findest du die Entscheidung gut, dass man das jetzt so macht? Ich finde das sehr gut. Öfters gesehen, dass vielleicht die Entscheidung des Sensors umstritten war. Niemand hat es gehört, nur der Sensor hat es angegeben. Aber was ich vorhin angesprochen habe, zählt natürlich, mit wem will man diskutieren. Mit einer Maschine? Das gibt's nicht. Entsprechend wird sofort weitergespielt.
allerdings nicht bei jedem Turnier eingesetzt. Das sind die Chancen, die man packen muss. Denn allzu oft bieten sie sich nicht. Statt viel Zeit. Statt Breakchance für Henman Spielball. Ah, dieser Rückhand-Return von Henman. Eine Augenweide. Langsam scheint er den Rhythmus zu finden beim Return. Hallo Stefan. Fans gibt es jede Menge, auch in Deutschland von ihm. Große Fangemeinde bestürmte ihn heute wieder auf dem Weg hier in die Halle. Dieser Versuch allerdings viel zu defensiv. Chip Return auf einen Aufschlag, der nicht allzu genau platziert war. Nicht gut genug, dieser Lobversuch. 3-1 für Stefan Edberg. Er hat zwar zwei Winner weniger auf seinem Konto, aber bei Force Errors. Da stehen 25 für Henman zu Buche, 14 für Edberg. Das macht es letztendlich aus. Rudi Berger, ehemaliger Angestellter des Europäischen Patentamtes in München, mittlerweile einer von acht Schiedsrichtern auf der Tour. Kommt nicht von ungefähr, dass Tim Henman in diesem Jahr immerhin drei Semifinals erreicht hat. Auch zuletzt in Doppel das Halbfinale schaffte. Ein Turniersieg allerdings, der fehlt ihm noch. Kann mir auch nicht vorstellen, dass er den hier in dieser Woche schafft. Dass endlich mal ein guter Erster im Feld und dann ein solcher Fehler, irgendwie einfach nicht ganz im Strumpf heute, Tim Henman. Die Prozentzahl der ersten Aufschläge im zweiten Satz, gerade mal 31%. Tja, und da kommen zwei. Und zwei Mal 186 km/h. Zu spielen. Das geht ins Auge. Immerhin, Henman verkürzt auf 2-3. Wir geben noch mal kurz ab nach Paris.
ein bisschen Statistik und raten Sie mal, wer hier führt. Ich glaube, gut zu sehen, 68% Erstaufschläge im Feld bei Edberg, gerade mal 44 bei Henman und die Unforced Errors 26 Stück bei Tim Henman gegenüber 16 von Stefan Edberg. Die Statistik spricht ein eindeutiges Bild und genau so sieht's aus. Satz und Break für dieser Mann hier, Stefan Edberg. Nämlich 6:4 und 3:2. Erst drei Möglichkeiten für Henman bei Aufschlag Edberg und alle nicht genutzt. In der zweiten Runde wartet übrigens, wer immer sich hier durchsetzt, ein ganz, ganz schwerer Brocken. Ivan Ischewitsch. Wieder ein kurzer zweiter Aufschlag und trotzdem wieder ein Return-Fehler. Edberg hat sehr viele erste Aufschläge im Feld, aber wenn er einen zweiten braucht, gerät er auch nicht unter Druck. Das gibt ihm zusätzliche Sicherheit beim ersten. Was wir gemacht haben in Biscayne. Edberg, ich weiß gar nicht mal, gegen wen das war. Da hielten sich die Fehler am Netz und die Winner die Waage. Emilio Sanchez war das. Emilio Sanchez. Nicht das beste Spiel. Da sieht man das gute Gedächtnis. Aber nicht bis 48 zurück. Nur einige Monate. Bewunderung für Edberg aller Orten. Jetzt aber nach 40-0, 40-30. Und ein weiterer Return-Fehler auf einen zweiten Aufschlag von Stefan Edberg. Ein bisschen ein schlampiges Match, um es mal so zu sagen, von Tim Henman. Von den Sitzen reißt einen diese Partie ganz generell nicht unbedingt, 6-4, 4-2. Aber für die Zuschauer hier scheint nur eines wichtig zu sein, nämlich dass Edberg die zweite Runde erreicht. Ja, ich bin mir sicher, dass auch Stefan Edberg das überhaupt nicht stört, dass hier das Match so dahin plätschert, denn es plätschert ja in seine Richtung. Henman jetzt mit 9 Bällen, 2-4, also aus seiner Sicht im zweiten. Doppelfehler Nummer 6. Berührt man es ja. Oder beim Ausschwingen geht der Schlägerkopf über die Netzkante. Achten Sie mal auf Stefan Edberg. Wie soll man da noch vorbeikommen? Da muss er echt aufpassen, dass er noch abbremst. Und noch ein guter Return, obwohl der erste Aufschlag wieder nicht schlecht war. 0:40. First serve.
Durch diese hohle Gasse müssen sie alle kommen. Die spielen auf dem Weg in die Halle. 15. Auf dem Weg in Runde 2. Card open. Gewinn. Heinz Günthert hat sich schon mal verabschiedet, denn jetzt schlägt dieser Mann, Stefan Edberg, zum Matchgewinn auf. 6-4, 5-2 die Führung für Stefan Edberg, den wir dann hoffentlich gleich im Interview haben werden. Kein Break gegen ihn in diesem Match. Diesmal ein starker Return, dann hat er auch die Ruhe, den Punkt zu machen. Seite gerissen. Edberg zeigt es kurz an. Ganz interessant, in einem Artikel hier beschreibt Ion Tiriak eine Szene, wo er zu einem Turnier angereist ist mit genau einem Schläger. Da wäre also jetzt Feierabend gewesen. (lacht) 6-4, 5-2, 15 beide. Und der vierte Doppelfehler von Edberg. Da stehen sie schon, die Fans. Ob sie sich noch einen Moment gedulden müssen? Die Netzkante verhindert zwei Breakchancen für Henman. Das war auch dünn. Und der ist draußen. Damit haben wir Matchball für Stefan Edberg gespielt. 1 Stunde 5 Minuten. Und erneut der Erfolg mit dem Kickaufschlag. Stefan Edberg in Runde 2 bei den Eurocard Open. Jetzt sollten Sie mal sehen, wie die Kids, die Kinder hier reinstürmen. Edberg gewinnt also 6-4, 6-2, ganz leicht und locker. Dürfte nicht allzu viel Kraft gekostet haben. Und das ist auch gut so, denn in Runde 2 steht das Match an gegen Goran Ivanišević, ein weiterer Knüller bei diesen Eurocard Open. Der zweifache Eurocard-Open-Sieger Stefan Edberg, also in Runde 2. Der Abgang von Tim Henman fällt relativ leise aus. Das war nicht sein Tag heute, da haben wir ihn schon wesentlich besser gesehen. Und da er hier auch im Doppel diesmal nicht gemeldet hat, kann er sich schon auf den Weg machen nach Paris-Bercy, wo es dann in der nächsten Woche weitergeht. Wir bemühen uns jetzt um das Interview mit Stefan Edberg, der auch einmal kurz in der Halle noch Rede und Antwort stehen muss. An den großen Vorstellungen von ihm und er wird sicherlich rundum zufrieden mit sich sein.
wäre immer ein bisschen schwierig, das erste Match. Ich konnte leider jetzt aufgrund der Situation in der Halle hier nicht verstehen, was Edberg gesagt hat. Der nächste Gegner, Goran Ivanišević. Ob er im nächsten Spiel gegen Goran zuversichtlich. Sind Sie zuversichtlich? Corinne Million, Sie haben gesehen, da an der Seite von Stefan Edberg, das ist die ATP-Managerin, die hier die Pressearbeit macht. Die wird jetzt Edberg hoffentlich in unser Studio unten hier in den Katakomben führen. So, mit diesem Aufschlag von Edberg unterbrechen wir, geben ganz kurz ab nach Paris und melden uns dann zurück wieder aus unserem Interviewstudio. Zuletzt mal für heute zurück im Studio mit Stefan Edberg. Herzlichen Glückwunsch. Es war nicht so interessant, oder? Ich habe sehr konstant gespielt, aber es war nicht das ganz große Match, klar. Manchmal ist es eben so, dass man nicht die ganz großen Matches liefert. So lief es relativ glatt für mich, 6-4, 6-2. Es könnte eine lange Woche werden hier für mich und vielleicht gar nicht so schlecht, dass das Match so kurz war. Wir haben über das Spiel gegen Thomas Muster in Wien gesprochen. Was macht das, bedeutet das für Sie, solch ein Spiel zu spielen? Ja, natürlich sind das solche Spiele ganz toll. Das war natürlich für mich auch eins der Highlights in diesem Jahr. Ich glaube, wir haben beide sehr, sehr gut gespielt. Ganz tolle Kulisse in Wien. Es war wie eine Davis Cup Atmosphäre. Well, it was happening, and you know what is also happening. You're coughing a lot, and you're still coughing a lot. Was it one of the reasons, maybe, why you were so tired after that match? Yeah, I think so. I mean, I've had a cold for nearly 3 weeks. Ja, also Edberg hatte ja eine Erkältung vorher. Und vielleicht war das auch der Grund, dass letztendlich dann doch gegen Siemering gescheitert ist in Wien. Weil er eine Infektion im Körper hat. Da muss man natürlich, braucht man einige Zeit, um wiederzukommen. Sometimes people feel when they get older, they lose a step. Do you feel like you lost a step? On my good days, I'm still moving pretty well, I think. Viele sagen, wenn sie älter werden, dann sind sie nicht mehr ganz so schnell. Da sagt er jetzt darauf, naja gut, also ich denke, ich bin immer noch ziemlich schnell. Natürlich geht man ein bisschen runter vom Ranking her, wenn man älter wird. Vielleicht spielt man die Big Points nicht mehr ganz so tough, konstant. And your confidence. Oh, yeah, well, I was going to say, isn't that kind of related to the confidence? Oh, yes, it is. It's a little bit like that. Versieht man nicht ein bisschen dann Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit? Ja, klar, natürlich. Manchmal spielt man auch ganz schlecht dann. Kriegt nicht zusammen. Aber ich habe sehr, sehr hart trainiert, auch noch in diesem Jahr. Also ich wollte schon eine gute Saison 96 hinlegen. It's so much easier. Well, it certainly should be there after the last few weeks you had. Looking forward playing. Wenn man jetzt vorausschaut, that's going to be Goran Ivanišević. Very special match. You usually don't get many. Sicherlich auch ein ganz spezielles Match. Wohl kaum langer Ballwechsel. Muss sehr, sehr fit sein. Wenn du gegen Goran spielst, muss man sehr, sehr schnell sein beim Return, klar.
Unglaubliche Konzentration ist da nötig. Man hat nicht viele Chancen zum Break. Und die paar, die man vielleicht bekommt, die muss man dann nutzen. Hoffentlich kann ich seinen Aufschlag returnieren. Letztes Mal, als wir bei den US Open gespielt haben, da habe ich vom Platz geschossen. Wir werden sehen, was passiert. Somebody serves you off the court. I mean, maybe change. Kann man da irgendwas machen, wenn einer einen so wegschießt? Yeah, absolutely. There are a few things that you can do. Natürlich kann man einiges machen. Change where you stand when you return. Kannst überlegen, ob du hinten an der Grundlinie andere Positionen dir aussuchst. Vielleicht ein bisschen weiter zurück. Muss alles versuchen, klar. Taktisch variieren. You're seeing the ball better and you're coming off your mark and you're acting quicker than other days. Es gibt die Tage, da ist man schneller als an anderen Tagen, also ist auch an Tagesform, eine Tagesformangelegenheit letztendlich. Es wird nicht morgen sein, es wird Mittwoch sein. Sie haben also einen Tag dazwischen. So, das war's jetzt aus unserem Studio von Heinz Günthert.